Das Fußballspiel nimmt in den Straßen der Stadt. Wohin es nicht gehört? Wieder überhand. Halbwüchsige Burschen tummeln sich mit dem großen Ball in den engen Straßen herum. Werfen Fensterscheiben ein, stoßen kleine Kinder um, treffen auch vorübergehende Erwachsene und erfüllen mit ihrem Geschrei manchmal stundenlang die Luft, wodurch die Nachbarn in der Ruhe gestört werden. Derartige Spiele sind polizeilich untersagt, wodurch die Eltern hierdurch aufmerksam gemacht seien. Diese Fußlümmelei, diese englische Krankheit. Nach dem Spiel die Pfosten wieder eingepackt, sonst werden die vom Gegner zu Brennholz zerhackt. Das geht nicht so weiter mit unserem Verein. Wir brauchen einen eigenen Platz, das kann nicht so bleiben. Wir können im Alsbruch eine Wiese mieten, einen eigenen Platz für unsere Heimspiele, verkaufen jede Menge Eintrittskarten. Endlich keine Spiele mehr im Volksgarten. FC 1900, Borussia Mönchengladbach auf einer Wiese im Alsbruch, da finden unsere Spiele statt. Schwarz und Weiß ist unsere Tracht und jeder Gegner, der wird hier nass gemacht. Jeder Gegner, der wird hier nass gemacht. Doch wurd's für uns im Alsbruch bald schon zu klein. Spielten an der Reiherhütter Straße und dann hinter der Kaiser-Friedrich-Halle am Schweizer Haus. Dort trugen wir jetzt unser Spiel aus. Siege und Aufstieg, es ging voran. Es wurde immer voller, wir brauchen ein Stadion mit Tribüne ringsherum. Wir gingen auf die Suche und fanden bald eine alte Kiesgrube. Auf der Eigener Höhe, hinter Pökel Bahnhof, planieren und Drainage legen, so ging's dann los. Schönstes Fußballstadion, weit und breit, doch vor dem ersten Anpfiff, da war's erstmal vorbei. Die Jungs von der Borussia und Gladbach FC, der Spielvereinigung Thüren, Krefeld VfB, von Preußen, Duisburg, Schwarz-Weiß, Essen, Reit, Viktoria, vom SC Düsseldorf und der Aachener Alemannia. Die spielten jetzt zusammen in einem Team. Auswärtsspiel in Frankreich an der Somme und Verdun. Die spielten jetzt für Kaiser und Vaterland. Und viele von den Jungs, die sind nur hingefahren. VfL 1900, Borussia Mönchengladbach auf dem Bökelberg, da finden unsere Spiele statt. Schwarz, Weiß und Grün ist unsere Tracht und jeder Gegner, der wird hier nass gemacht. VfL 1900, Borussia Mönchengladbach im Borussia Park, da finden jetzt unsere Spiele statt. Schwarz, Weiß und Grün sind unsere Farben und jeder Gegner kann gleich wieder nach Hause fahren. Schwarz, Weiß und Grün ist unsere Tracht und jeder Gegner, der wird hier nass gemacht.